Ungefähr 1 Milliarde Menschen rauchen, und zwar Zigaretten mit Tabak. Aber wie gefährlich sind Zigaretten eigentlich? Das werden wir euch jetzt erklären. In einer Zigarette befinden sich über 4800 Substanzen. Circa 250 davon sind erwiesenermaßen krebserregend oder giftig. Dazu zählen zum Beispiel Kohlenmonoxid, Arsen, Nikotin, Teer, Benzol, Blei und viel mehr. Einer der Hauptstoffe ist das Nikotin. Das ist nämlich der Stoff, der die Leute süchtig macht. Rauchen schadet aber auch vielen Körperteilen und Organen, wie Mund, Augen, Gehirn, Beine, Haut, Ohren, Knochen, Venen, Herz und den Geschlechtsorganen. Besonders schlimm wird die Lunge geschädigt. Die Flimmerhärchen können nicht alle Giftstoffe aus der Lunge filtern. Deswegen bleiben Staub und Schleim in der Lunge. Das führt zu starkem Reizhusten, dem Raucherhusten. Durch die Giftstoffe kann dann Lungenkrebs entstehen, der die häufigste Todesursache von Rauchern ist. Der ganze Teer aus einer Zigarette setzt sich auch in der Lunge ab, sodass nach 1 Jahr starken Rauchens die Lunge vollkommen schwarz ist. Wie gefährlich ist es aber, wenn man nur eine Zigarette am Tag raucht? Forscher haben herausgefunden, dass eine Zigarette fast genauso schädlich ist wie eine Schachtel am Tag. Über 100 Studien in mehreren Jahren haben bewiesen, dass Männer, die eine Zigarette am Tag rauchen, ein 50% höheres Risiko für eine koronare Herzkrankheit und ein 25% höheres Risiko für einen Schlaganfall haben. Bei Frauen ist das Risiko sogar noch etwas höher. Bei einer Schachtel Zigaretten am Tag ist das Risiko nicht 20-mal so hoch, wie alle denken, sondern für beide Krankheiten nur doppelt so hoch. Was aber stimmt, ist, dass eine Schachtel für die Lunge schädlicher ist als eine Zigarette. Mit Rauchen schadet man aber nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen. Beim sogenannten Passivrauchen atmet man den Tabakrauch aus der Luft ein. Diese enthält auch die giftigen Stoffe. Besonders schädlich ist Passivrauchen für Frauen und Kinder. Passivrauchen führt zu vielen kleinen Krankheiten, kann aber auch krebserregend sein. In Deutschland sterben jedes Jahr ca. 3000 Menschen durch die Folge einer durch Passivrauchen bedingter koronarer Herzkrankheit oder durch einen durch Passivrauchen verursachten Schlaganfall. Das war unser Erklärvideo zu dem Thema, wie schädlich sind Zigaretten.